BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Die AfD ist als drittstärkste Kraft in den Bundestag eingezogen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach im Stuttgarter Landtag darüber, wie die Grünen und die anderen Parteien mit der AfD umgehen sollen. Die Tübinger Bundestagsabgeordnete Heike Hensel ist zufrieden mit dem Wahlergebnis der Linken. Womit sie sehr unzufrieden ist, ist allerdings das Wahlergebnis der AfD. Da ist genau das passiert, dass wir zu wenig die Menschen erreichen konnten, die abgehängt sind, zweifelsohne, von allem. Arbeitslosigkeit, das ist viel, viel höher, viel größeres Problem auch in den östlichen Bundesländern. Und da müssen wir auch uns neue Ideen überlegen, dass wir die Menschen konkret erreichen. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann äußerte sich nach der Wahl zur AfD. Was ihm besonders übel aufstößt, die Aussage von AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland, er werde die Regierung jagen. Ich meine, der Sprachgebrauch spricht für sich und darauf muss man erst mal antworten. Wir werden uns aber nicht jagen lassen von denen. Das finde ich mal das Allerwichtigste, souverän zu antworten, zu sagen so. Das Ergebnis der AfD nimmt Kretschmann ernst. Die Parteien müssten danach schauen, dass sich dieses Phänomen nicht weiter in der Gesellschaft ausbreite. In Baden-Württemberg, so Kretschmann, sei der Landtag richtig mit der AfD umgegangen. Denn gute Politik sei das beste Mittel. Die bleiben mit der Stärke im Bundestag und wir müssen mit ihnen umgehen. Und ich plädiere für einen souveränen Umgang. Die anderen, das sind alles Demokraten und die sind sich in diesen Fragen einig. Wichtig ist, dass wir mit ihnen nicht zusammenarbeiten. Das ist mal das Allerwichtigste, wenn das die demokratischen Parteien nicht machen in Deutschland, so sieht es aus, dann kann dieser Demokratie so viel erstmal wirklich nicht passieren. Das muss auch jeder sehen. Laut Kretschmann sei es wichtig, dem Wähler eines zu zeigen. Mit den Methoden, die die AfD bisher angewendet hätte, könne keine Politik gemacht werden. Ob den etablierten Parteien das gelingt, wird sich im Laufe der kommenden Legislaturperiode zeigen. In der Nacht auf Montag rollt der Bahnverkehr auf der Rheintalstrecke zwischen Baden-Baden und Rastatt wieder. Wie jetzt aber bekannt wurde, dauert der Ausbau der Rheintalbahn insgesamt länger. Eine Tunnelstörung bei Rastatt verzögert den Prozess um bis zu 2 Jahre. Für den Verkehr, der bis jetzt über die Rheintalbahn gehe, habe man Ersatzstrecken über Frankreich und Österreich organisieren können. In der Nacht von gestern auf heute griffen Unbekannte das Bürgerbüro der Partei Die Linke in Karlsruhe an. Sie schlugen die Schaufensterscheibe und die Glastüre ein. Michael Brandt, Bundestagsabgeordneter für Die Linke, sieht hier einen Angriff aus dem rechten politischen Lager. Die Bundestagsabgeordnete Karin Binder setzte den Angriff in Zusammenhang mit dem Wahlsieg der AfD und dem stärker werdenden rechten Lager in Deutschland. Soweit die BW1 Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Am Freitag darf ab der Mittagszeit noch einmal Wärme bei Höchsttemperaturen von 24 Grad getankt werden. Nur im Osten von Baden-Württemberg liegen die Temperaturen unter 20 Grad. Am Samstag ist in ganz Baden-Württemberg mit Regen zu rechnen. Vor allem im Westen des Landes überschreiten die Regenfälle die 10 Liter pro Quadratmeter Marke. In den Regionen um Ulm und Memmingen kann es zu Gewittern kommen.